York, 11. Dezember 2008. Das FBI nimmt einen der weltweit anerkanntesten Banker fest, Bernard Madoff. Er wird beschuldigt, einen enormen Betrug begangen zu haben. 50 Milliarden Dollar schwer. Madoffs Verhaftung war die Schlagzeile. CNN machte fast unmittelbar eine Geschichte über die überraschende Verhaftung des Bankers Bernard Madoff. Es war während der Finanzkrise und jeden Tag gab es Insolvenzen. Und Madoffs Opfer sagten noch immer, dass sie sich keine Sorgen machten, dass ihr Geld bei ihm sicher wäre und sie es zurückbekämen. Sie hatten keine Ahnung, dass die Unsummen an Geld, die sie ihm anvertraut hatten, weg waren. Menschen waren von einem Tag auf den anderen ruiniert und die wollten seinen Kopf rollen sehen. Obwohl es auch im 19. und 20. Jahrhundert einige spektakuläre Fälle von Finanzbetrug gab, der von Bernard Madoff übertraf sie alle. Er ist manipulativ, er kann gut mit Leuten umgehen und nutzt diese Fähigkeit, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Die meisten Unternehmensgründer an der Wall Street kamen aus privilegierten Familien. Sie waren auf den Eliteschulen und das brachte ihre Karriere in der Finanzindustrie in Gang. Madoff hatte das alles nicht. Um zu verstehen, wie dieser Schwindel über 20 Jahre andauern und so viele Menschen betreffen konnte, ist es wichtig, in die Psyche und Motivation dieses außergewöhnlichen Kriminellen einzudringen. Helfen können dabei Personen, die über Jahre mit Madoff in Kontakt gewesen sind. Unter ihnen Eugene Soltis, Professor für Management an der Harvard-Universität. Er hat ein Buch über Wirtschaftskriminelle geschrieben und etliche Gespräche mit Madoff aufgezeichnet. Ich habe als Ein-Mann-Unternehmer angefangen und wusste nicht genau, was ich aus meinem Leben machen wollte, außer dass ich erfolgreich sein wollte. Im Gegensatz zu vielen anderen Betrugsfällen kannte er seine Opfer. Sie waren Familienmitglieder, Freunde, Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Es waren enge Vertraute, die er schädigte. Das unterscheidet den Fall von anderen Fällen von Wirtschaftskriminalität, bei denen die Geschädigten relativ weit weg von dem Täter sind. Der Täter muss sie nicht sehen oder kennen, um sie zu schädigen. Madoffs Verhaftung fand während der Finanzkrise statt, nach der spektakulärsten Insolvenz in der Geschichte der Wall Street, dem Konkurs von Lehman Brothers. Das Madoff-Debakel brachte das fast zum Überlaufen. Am nächsten Tag wurde er auf Kaution freigelassen. Colleen Aaron ist seit über 4 Jahren mit Madoff in Kontakt und schreibt ein Buch über das Thema. Als Madoff aus seinem Apartment kam, umzingelten ihn die Medien derart, dass sie ihn in seine Wohnung zurückdrängten, um ihre Bilder zu bekommen. Die Medien beschrieben den Ärger der Investoren häufig als Zorn. Da war dieser Mann, der das Gesicht der Wall Street war. Und er war böse. Sie kampierten vor seinem Penthouse mit Schildern, auf denen stand: Bernie, es ist nicht zu spät, spring. Die Presse verteufelte ihn, verglich ihn mit dem Bösewicht Joker aus Batman. Madoffs unvorstellbarer Betrug an seinen Opfern kam einem Erdbeben gleich. Es war ein Tornado, ein Hurrikan, ein Tsunami. Jeder war fassungslos, dass so etwas passieren konnte. Sie konnten es nicht glauben. Dieser Typ, von dem jeder dachte, er wäre vertrauenswürdig, ist ein Gauner. Es war bestürzt. Ich will, dass er in einer Gefängniszelle sitzen muss. Er sollte nicht in seinem 7-Millionen-Dollar-Apartment sitzen. Es gibt Leute unter uns, die nicht wissen, wovon sie in 2 bis 3 Monaten leben sollen, weil das Geld vielleicht noch so lange reicht. Helen Chaitman ist Anwältin und vertritt 300 Madoff-Opfer. Sie hat selbst bei Madoff investiert und erinnert sich an seine Verhaftung. Das ist einer dieser Momente, die man nicht vergisst, wie, wo man gewesen ist, als die Flugzeuge ins World Trade Center krachten.
Der Gedanke war so schockierend, dass ich auf diese Art meine ganzen Ersparnisse verloren habe. Ich habe ein oder zwei Wochen gebraucht, um damit klarzukommen. Es war ziemlich schockierend. Wie konnte sich Bernard Madoff über Jahre der Kontrolle der höchsten Autoritäten des amerikanischen Finanzmarktes entziehen? Hier auf der Third Avenue, im legendären Lipstick-Gebäude, hat Madoff seinen Investmentfonds gegründet. Von diesen Büroräumen aus dirigierte er einen der größten Betrugsfälle des Jahrhunderts. Tag für Tag, über 20 Jahre lang, ist es ihm gelungen, Zehntausende Opfer anzulocken. Der Betrug basierte auf einem simplen Schneeballsystem, bekannt als das Ponzi-Schema, benannt nach dem italienischen Immigranten Charles Ponzi, der das Prinzip in den 20er Jahren nutzte. Charles Ponzi, ein mittelloser Schwindler, gründete eine Finanzgesellschaft. Sein Slogan: Borg mir dein Geld und du bekommst 50% Zinsen. Insgesamt 40.000 Menschen vertrauten ihm 15 Millionen Dollar an. Der enorme plötzliche Erfolg erregte den Argwohn der Presse. Und das ergaben die Nachforschungen. Er benutzte das Geld der neuen Investoren, um die alten Investoren auszubezahlen. Ein Schneeballsystem, genannt Ponzi-Schema. Doch als es nicht mehr ausreichend neue Investoren gab, um die alten auszuzahlen, brach alles zusammen. Bernard Madoff nutzte die gleiche Technik. Er zahlte seinen Kunden regelmäßige Renditen von über 10% aus, dank neuer Mittelzuflüsse. Ich hatte 6 Kunden von Bernard Madoff, die nicht über einen Dachfonds investiert hatten, sondern direkt bei ihm. Die Summen lagen, denke ich, zwischen vielleicht 1,8 Millionen Dollar, was der kleinste Betrag war, und rund 75 oder 80 Millionen Dollar. Über 10% Rendite sind in der Finanzbranche mehr als interessant. Das machte einige Vermögensverwalter, die die Möglichkeit hatten, Madoff zu treffen, stutzig. Einer von ihnen traf ihn 2005. Der Fondsmanager entdeckte eine Skulptur in Madoffs Büro, die aussah wie eine Schraube. Als er Madoff fragte, warum eine Schraube, sagte der: Sie wissen schon, Schrauben ist ein anderes Wort für das F-Wort. Und es ist eine Schraube, weil ich genau das mache. Ich ficke die Leute. In Palm Beach in Florida verbrachte Madoff seine Wochenenden auf der Suche nach neuen Opfern. Dieser Badeort für Multimillionäre ist der Inbegriff von Eleganz und Glamour voller Palmen, Yachten, Hotels und exklusiven Privatclubs. Deren Mitglieder waren vor allem Rentner, bereit in wohltätige Zwecke oder Investmentfonds zu investieren. Hier verbringen ehemalige Wall Street-Fachleute ihren Ruhestand. Und so hatten seine neuen Kunden den gleichen Hintergrund wie Madoff selbst, auch wenn die meisten schon in Rente waren. Palm Beach ist das amerikanische Chamonix, Genf oder Saint-Tropez, ein Treffpunkt für vermögende Senioren, die zudem ein hohes Gemeinschaftsbewusstsein haben, weil sie zum Beispiel zur jüdischen Gemeinde gehören. Ein idealer Jagdgrund für Madoff. Madoff erkannte schnell die Vorteile, die er durch die Integration dieser Gesellschaft erzielen konnte. Es gefiel ihm, sich in den großen Hotels und Clubs zu zeigen und seinen Ruf als erstklassiger Wall Street Banker zu nutzen. In Palm Beach nannten ihn alle Onkel Bernie. Madoff war in Wall Street-Kreisen hoch angesehen. Er war ein Insider, der wusste, wie das System funktioniert. Die Leute würden sagen, Bernie ist ein Guter. Er weiß Dinge, die wir nicht wissen. Und er betrog nur Menschen, die ihm nahe standen, aus derselben Gesellschaft, die ihm vertrauten.
votait et à qui il faisait confiance. C'est ce qu'on appelle une fraude par affinité, c'est-à-dire qu'il a escompté. Man nennt das Betrug aus Affinität. Das bedeutet, dass er hauptsächlich und mit Erfolg Menschen aus der jüdischen Gemeinde betrug. Il a escroqué des gens. Leute, mit denen er Golf spielte und wohltätige Aktivitäten organisierte. Das war seine große Stärke. Sa grande force, ça a été ça. Madoff war eine sehr faszinierende Person. Das Ausmaß seines Falls war enorm. Mehr als 8000 Menschen in 119 Ländern waren Opfer seines Betruges. Sie hatten entweder direkt oder indirekt über Dachfonds bei ihm investiert. Er legte das Geld für viele Königsfamilien und Adlige in Europa an. Und man muss sich fragen, wie konnte dieser kleine Mann aus New York so viele Menschen belügen? Madoff wurde Mitglied im Palm Beach Country Club, der ultrareichen Wohltätern vorbehalten ist. Die Aufnahmegebühr beträgt $400.000. Und man muss nachweisen, dass man dieselbe Summe in den vergangenen 5 Jahren jährlich für wohltätige Zwecke gespendet hat. Wenn man in einem Club Mitglied wird, vertrauen einem alle umgehend, besonders in den USA. Es ist eine sehr offene Gesellschaft, die jeden aufnimmt, der einen guten Ruf und sehr viel Geld hat. Und Madoff nutzte diese Art von sozialer Anerkennung effektiv, um seine Opfer anzuwerben. Er ist eine fesselnde Person. Er ist herzlich, klug, brillant, er ist freundlich und er ist nett. Es gibt viele Gründe, warum man gerne ein Gespräch mit ihm führen würde. Er nutzt das alles, um noch mehr Geld einzusammeln. Über betrogene Florida-Millionäre hinaus lockte er mit dem Investment des Jahrhunderts auch Prominente an, wie Steven Spielberg, John Malkovich und Elie Wiesel. Wie und mit welchen Techniken konnte er weltweit so viele Persönlichkeiten ködern? Sie haben sich untereinander erzählt, wie wunderbar er ist. So musste Bernie Madoff gar nicht all diese Investoren selbst überzeugen. Es hat sich rumgesprochen. Du musst in Bernies Fonds investieren. Er macht 10-15% Rendite. Er ist wunderbar. Das erzählten sie sich in den Synagogen, in Palm Beach, auf Long Island. Wann immer sie ihr Geld zurückforderten, bekamen sie es wieder. So ging bei keinem von ihnen die Warnlampe an, dass es ein Betrug sein könnte. Und er wandte immer die gleiche Strategie an. Er stellte seinen Fonds als sehr exklusiv dar, sodass seine Opfer sich privilegiert fühlten. Und er machte sich unerreichbar. Wenn man Madoff zu sehen bekam, sagte er immer, es gäbe keine freien Kapazitäten für deine Investition und dass er nichts für dich tun könne. Womit er seine zukünftigen Opfer frustrierte. Im zweiten Gespräch sagte er dann, er hätte vielleicht einen kleinen Platz frei, falls man auch investieren wolle. Der Kunde freute sich und war so geschmeichelt, dass er bereit war, das Doppelte anzulegen. Und dann fügte er hinzu, was immer Sie machen, erzählen Sie es niemandem. Wenn du jemandem sagst, egal ob es ein 4 Jahre altes Kind ist, nein, du kannst den Lutscher nicht haben, oder ein 40 Jahre alter Unternehmer, nein, ich kann dein Geld nicht investieren. Dein Gegenüber verzweifelt und so überzeugte er die Menschen, bei ihm anzulegen. Er nutzte einen ganz simplen Reflex. Jeder Investor will Geld verdienen und das mit einer möglichst beständigen Rendite. Er musste die Leute nicht darum bitten. Sie warfen ihm das Geld hinterher. Alle wollten dabei sein. Neben den reichen Kunden, die direkten Kontakt zu Madoff hatten, gab es kleinere Investoren, die ihn nie getroffen haben. Ihr Geld aber Finanzinstituten anvertrauten, die bei ihm investierten. Und ich sagte, wer ist Bernard Madoff? Und was hat er mit mir zu tun? Nun, all das Geld, das du in den Dachfonds investiert hast, war bei Madoff angelegt. So ist alles weg. Das war etwas erschütternd. Ich habe $400.000 verloren. Also bin ich einer der Kleineren. Greenspan war ein Nebenopfer des Betrugs. Ironischerweise hat sich der Psychologe jahrelang mit dem Thema Glaubwürdigkeit beschäftigt. Am Ende verlor er einen Großteil seiner Ersparnisse.
Eines der cleveren Dinge über Madoff ist, dass er keine riesigen Renditen versprach. 10% im Jahr. Das ist eine nette Rendite, besser als die meisten Investments, aber nicht wie die Hedgefonds, die 50% oder 100% im Jahr erzielen. Er wusste, dass die Leute, mit denen er zu tun hatte, misstrauisch werden würden. Die Tatsache, dass die Renditen gut, aber ehrlich waren, war attraktiv für sie. Er war ein guter Psychologe. Die meisten erfolgreichen Kriminellen sind gute Psychologen. Er weiß, dass die meisten Menschen vertrauensvoll sind und zu höflich, um zu sagen, warte mal, du lügst. Ich glaube dir nicht. Die Frage ist, wie hat er diese Leute in sein Investmentschema gebracht? Er sagte den Leuten immer, ich kann dein Geld nicht annehmen, ich kann nicht mehr aufnehmen. Manchmal vielleicht auch, weil er grundsätzlich nicht mehr Geld aufnehmen konnte. Und dann war das ja auch eine legitime Art zu sagen, wenn du bei mir investierst, könnte ich alles verlieren. Das hat ihn geschützt. Diese Technik zum Selbstschutz hat selbst die intelligentesten Opfer überzeugt. Der Betrüger erkennt die Gier seines Opfers. Und ist oft ein Spiegelbild seiner Beute. Die Menschen suchen Anerkennung und der Umgang mit Madoff hat dies befriedigt. Sie lassen sich belügen, weil sie gefunden haben, wonach sie suchen. Obwohl seine Opfer versuchten, Madoffs Aufmerksamkeit zu erhaschen, verachtete er sie. Er hat keine Gefühle für seine Opfer. Er glaubt, was immer sie bekommen haben, ist mehr, als sie verdient hätten. Madoff bestätigt dies in exklusiven Aufnahmen aus seiner Gefängniszelle in North Carolina. Die Leute, die erst sehr spät ins Spiel kamen, wurden getroffen. Habe ich eine Menge Geld für sie gemacht? Ja, ich habe sehr viel Geld für die Leute verdient. Haben sie Erträge verloren, die sie dachten, gemacht zu haben? Ja, aber haben sie ihr Kapital verloren? Ich bin sicher, wenn das alles hier vorbei ist, werden nur sehr wenige, wenn überhaupt, ihr eingesetztes Geld verlieren. Eine zynische Sicht auf die Opfer. Im Grunde dachte er, die wirklich Wohlhabenden haben nicht ihr gesamtes Vermögen bei ihm angelegt, also ist es nicht so schlimm. Und den kleineren Anlegern, die er ruiniert hat, würde er sagen, wenn dir jemand eine jährliche Rendite von 10% verspricht, kann offensichtlich etwas nicht stimmen. Sie hätten mir nicht vertrauen sollen. Es ist eine skrupellose Art, die Dinge zu betrachten, ohne Schuldgefühle. Ich glaube, man kann kein erfolgreicher Betrüger sein, wenn man Schuldgefühle hat. Bernard Madoff war immer frei von Gewissensbissen. Aber wo kommt dieser Betrüger her? Und was brachte ihn zu so einem gigantischen Betrug? Er liefert Teile einer Antwort von seiner Zelle aus. Wegen meiner Anfänge und weil ich zufällig in einem Geschäft war, in das man nur schwer einsteigen kann, weil es sehr stark von den Etablierten kontrolliert wird. Ich war ganz klar ein Außenseiter, der nicht aus einer reichen oder wenigstens gut vernetzten Familie kam. Madoff wurde 1938 als Sohn osteuropäischer Einwanderer geboren. Er kam aus bescheidenen Verhältnissen, was er bedauerte, weil er nicht an eine Elite-Universität gehen konnte. Seine Kindheit und Jugend waren unauffällig. Er wuchs in einer unteren Mittelschichtfamilie in Queens auf. Er ging auf eine öffentliche Schule. Er war im Schwimmteam und hatte ein gutes Verhältnis zu den Mädchen. Aber ich denke nicht, dass es irgendwelche Anzeichen gab, dass er mal eine treibende Kraft an der Wall Street werden würde. Er fühlte sich benachteiligt, da er gerne die Möglichkeit gehabt hätte, ein Aufbaustudium zu machen. Er war sozial frustriert, weil er wusste, dass er nie zur High Society gehören würde. Sein Vater hatte berufliche Probleme und so hatte er es auf eine Art gesellschaftliche Rache abgesehen.
Madoff hatte einen Abschluss als Rettungsschwimmer und studierte einige Semester Jura. Er heiratete Ruth, ein Mädchen aus der Highschool. Sie war aufgeschlossen, lustig und nicht so schüchtern wie er. Sie heirateten in dem Ort Laurelton in Queens, ihrem Heimatort, und zogen in eine kleine Wohnung in Bayside in Queens. Madoff strebte bereits nach Größerem. Dank seines Schwiegervaters, einem Buchhalter, baute er seinen ersten Kundenstamm auf. Madoff konnte somit mit 22 Jahren seine erste Investmentgesellschaft gründen, obwohl er immer noch als Strandwächter in Long Island arbeitete. Er hat wirklich ganz klein angefangen, mit einer kleinen Firma, die Aktien an der Börse handelte. Von da an entwickelte er sich zu einem recht erfinderischen Akteur der Finanzindustrie. Eine ganze Reihe von Errungenschaften, die wir derzeit in den USA und weltweit genießen, die uns Aktien schneller und preiswerter handeln lassen, wurden in Bernie Madoffs Unternehmen entwickelt. Und so schuf er diese unglaublich erfolgreiche Brokerfirma. Zu einem gewissen Zeitpunkt handelte sein Unternehmen 10% aller an der New Yorker Börse gelisteten Aktien. Es ist die Art von Geschichte, die die Amerikaner lieben. Ein Rettungsschwimmer, der zum König der Wall Street wird. Obwohl seine Firma sehr gut lief, wollte er mehr. Er war ein sehr guter Börsenmakler. Er verdiente eine Menge Geld, weil er eine Reihe von Aufgaben digitalisierte, die manuell gemacht wurden. Sein Unternehmen wuchs, aber er war nur ein Händler. Ein minderwertiger Beruf, auf den die wichtigen Akteure der Finanzbranche herabschauten. Er wusste, dass er als Ausführender und nicht als Macher gesehen wurde. Dieser Frust ermutigte Madoff, sich breiter aufzustellen, um in die Welt der Investoren vorzudringen. Er war unter den Ersten, die verstanden, dass der Computer den Aktienmarkt komplett verändern würde. Er beteiligte sich an der Gründung der Nasdaq, dem ersten vollelektronischen Markt. Er kletterte die Karriereleiter der Wall Street hinauf und wurde Vizepräsident der Nasdaq, womit er zu einem der Hauptakteure wurde, der das Vertrauen der Finanzinstitute genoss. Madoff hatte eine lange Liste verschiedener Vorsitze, darunter die Nasdaq, einer der größten Wertpapierhändler. Die Liste geht endlos weiter. Er war zu einer gewissen Zeit einer der höchstbezahltesten Führungskräfte. Man könnte seinen Lebenslauf nur mit den Auszeichnungen füllen, die er erhielt. Niemand verdächtigte ihn. Als Teil des Systems war er fernab jeglichen Verdachts. Madoff hatte die Legitimation der Wall Street und den Respekt seiner Kollegen. Seine primäre Motivation war jedenfalls nicht das Geld. Ich glaube nicht, dass er besonders gierig war. Wenn man sich die Summen anschaut, die er vor seinem Niedergang umverteilte, sieht man, dass er manchmal sogar seine eigenen Ersparnisse nutzte. Er hatte eine gewisse Abscheu Geld gegenüber, was ein Kern seines Betrugs war. Für ihn ist Geld einfach nur Geld. Er war privilegiert und wenn es um Geld geht, war er auf einem Niveau, auf dem viele Wirtschaftskriminelle sind, wo Geld keine Rolle mehr spielt. Er war immer noch ein hochbezahlter Akteur der Wall Street. Er lebte ein sehr komfortables Leben. Und da stellt sich die Frage, ging es um Geld? Ich denke nicht. Ging es um Ruhm und Ehre? Er hatte nicht viel gesellschaftliche Anerkennung. Er war vor allem bei den Investoren geschätzt, für die er arbeitete. Von seinem Erfolg erfüllt, baute Madoff sein Imperium über drei Stockwerke im Lipstick-Gebäude auf. Der 18. und 19. Stock waren für den Börsenhandel, der 17. Stock aber, genannt der Käfig, war für die illegalen Aktivitäten seines Investmentfonds reserviert. Die Trennung von Madoffs legitimen Börsengeschäften von dem Stockwerk, in dem er sein Ponzi-Schema betrieb, war wohl überlegt und wie durch eine chinesische Mauer getrennt. Madoff ließ sein Ponzi-Schema über einen ausrangierten IBM-Computer laufen, der falsche Berichte und erfundene Bestätigungen von Transaktionen produzierte. Die beiden Gruppen von Mitarbeitern kamen sich nicht in die Quere. Es herrschte wirklich absolute Stille. Über seinen gesamten Aufstieg hindurch glaubte Madoff so stark an sein Erfolgsrezept, dass nichts die teuflische Spirale aufhalten konnte, in der er sich befand, was er sogar teilweise zugibt.
Aufgrund des Erfolges, den ich hatte, und weil ich immer weiter aufstieg, trotz widriger Bedingungen, habe ich vielleicht nicht lang und intensiv genug über die Dinge nachgedacht, die ich tat. Wie, dass ich Probleme bekommen könnte, als es anfing, schief zu laufen. Ich war überzeugt davon, dass es nur eine vorübergehende Situation war. Aufgrund meines Erfolges konnte ich einfach weitermachen wie bisher und habe mir nicht genügend Gedanken gemacht. Sogar die amerikanische Wertpapieraufsicht SEC ließ sich von seinem Erfolg blenden. Madoff gewann nicht nur ihr Vertrauen, er wurde sogar zu einem ihrer wichtigsten Berater für Transparenz und Kontrollmechanismen im Finanzmarkt und nahm schamlos an allen Sitzungen teil. Ich glaube, grundsätzlich wollen sich alle Marktteilnehmer an die Regeln halten. Sie versuchen nicht, jemand anderen zu benachteiligen. Madoff konnte mit der SEC zusammenarbeiten und ihnen sagen, was zu tun ist. Und sie verabschiedeten Regulierungen, die er ihnen empfohlen hatte. Meiner Meinung nach ist das nicht nur ein Versehen. Da hat jemand die Ermittlungen kontrolliert und Madoff gedeckt. Ihm wurde vertraut und aufgrund dieses Vertrauensverhältnisses wurde er nicht so genau untersucht, wie es hätte sein sollen. Gegen ihn wurde 10 bis 12 Mal ermittelt. Die Ermittlungen der SEC ergaben nichts und das aus gutem Grund. Die Ermittler kamen nie in den 17. Stock, wo Madoff seinen geheimen Investmentfonds betrieb. Er konnte sich der Kurzsichtigkeit der Behörden und seiner Mitarbeiter sicher sein, die von dem Betrug nichts mitzubekommen schienen. Er belohnte seine Mitarbeiter gut, sodass sie nichts sagen würden. Er ließ sie absichtlich im Dunkeln. Das Paradoxe ist, dass eine Menge Leute dachten, dass er ein netter Mensch ist. Er war großzügig gegenüber seinen Mitarbeitern. Aber jemand, der Mitgefühl hat, hätte nicht das tun können, was er getan hat. Sein gut geöltes System ermöglichte ihm, ein luxuriöses Leben zu führen, frei von Schuld oder Scham. Ihm gehörte ein Penthouse-Apartment in der Nähe vom Central Park, eine Villa auf Long Island, eine weitere in Palm Beach und eine Yacht. Er besuchte häufig die Hotelbars im Finanzviertel und wurde zu allen wichtigen gesellschaftlichen Events und Wohltätigkeitsgalas eingeladen. Er stieg regelmäßig im Breakers Hotel in Palm Beach ab, wo er sich wie ein Prinz benahm und nicht von unwichtigen Leuten gestört werden wollte. Und wie sehen ihn seine Opfer jetzt? Gab er viel Geld aus? Er hatte nicht den Schick mancher Finanzprofis, weder die Arroganz noch die $10.000-Anzüge. Er war nicht so, was auch ein Schlüssel zu seinem Erfolg war. Denn wenn du jemanden siehst, der viel Geld ausgibt, denkst du, dass er das auch mit deinem Geld macht. Die meisten seiner Opfer hielten Madoff für einen guten und präzisen Manager, weil er die von ihnen eingenommenen Provisionen nicht verschwendete. Das hielten sie für ein gutes Zeichen. Das Lieblingsrestaurant von ihm und seiner Frau war ein einfacher Italiener, das Primula. Sie kamen immer abends um 6.30 Uhr, bestellten Huhn und Fisch und ein Glas Rotwein für ihn. Er trank sehr wenig Alkohol. Sie blieben eine Stunde und gaben die üblichen 20% Trinkgeld. Sie hatten einen angenehmen Lebensstil, ohne überschwängliche Ausgaben. Die Madoffs waren wohlhabende Leute. Sie hatten mehrere Häuser, sie hatten Anteile und sie hatten Yachten. Verglichen mit dem Wohlstand, den die Hedgefondsmanager zu dieser Zeit hatten, waren die Madoffs nicht außerordentlich anders oder verschwenderischer. Sie führten an Hedgefondsstandards gemessen ein relativ bescheidenes Leben. Ein unordentlicher Schreibtisch oder geschlossene Rollläden konnten Madoff wütend machen. Obwohl er sich als freundliche und warmherzige Person gab, galt Onkel Bernie als distanziert, wahnsinnig und berechnend.
Ich habe Bernard Madoff zweimal getroffen. Er war sehr ruhig, schien nicht viel sagen zu wollen. Er war nicht sehr gewinnend, als ich ihn traf, nicht sehr redselig, wie wir sagen. Er ist nicht der Typ, der auf dich zukommt, dir auf den Rücken klopft und sagt, hey, lass uns einen Drink nehmen. Jemand hat mir mal erzählt, dass er nicht gerne in den Palm Beach Club ging, weil jeder mit ihm über seine Finanzanlagen sprechen wollte, worüber er nicht diskutieren wollte. Er gab an, nur zum Golfspielen gekommen zu sein. Die Fassade des respektablen und respektierten Mannes begann zu bröckeln, als der Finanzanalyst Harry Markopoulos 4 aufeinanderfolgende Berichte an die Börsenaufsicht SEC schickte. Zwischen 1999 und 2008 versuchte er die Kommission davon zu überzeugen, dass Madoffs Fonds den weltweit größten Betrug verbargen. Doch seine Berichte wurden nie berücksichtigt. Leider haben sie auf meine schriftlichen Eingaben im Jahr 2000, 2001, 2005, 2007 und 2008 nicht geantwortet. Das haben wir nun davon. Einen Betrug, den man vor Jahren bei 7 Milliarden Dollar hätte stoppen können und der nun auf 50 Milliarden angewachsen ist. Einige Kunden begannen ebenfalls, ihre Zweifel zu haben. Mein Kunde machte sich Sorgen, dass irgendetwas Illegales vor sich ging. Der betreffende Kunde war sauer, weil seine Rendite auf 8 oder 10% zurückgegangen war. Ich fragte Madoff also, wie machen Sie das? Er sagte erwartungsgemäß, das sage ich Ihnen nicht, das ist Betriebsgeheimnis. Also sagte ich, was kann ich meinem Kunden sagen, um ihn zu beruhigen? Madoff sagte darauf, ich kann Geld verdienen, wenn die Börse raufgeht. Ich kann auch Geld verdienen, wenn die Börse runtergeht. Ich kann aber kein Geld verdienen, wenn sich der Markt nicht bewegt. Bernard Madoff antwortete immer ausweichend auf die Fragen seiner Kunden. Bis zum Sommer 2008, als sie ihn immer stärker bedrängten. Er hatte ein paar ernsthafte Probleme. Er wusste, dass er seine Kunden nicht auszahlen konnte und begann, sein eigenes Vermögen zu investieren. Er stand mit dem Rücken zur Wand. Er erzählte einigen, dass die Zeiten nur vorübergehend schwierig seien und versuchte sie davon zu überzeugen, ihr Geld in seinem Fonds zu belassen. Ab diesem Sommer sank er immer mehr in sich zusammen und realisierte schnell, dass es zu Ende war. Nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers vertiefte sich die Finanzkrise und Madoffs Kunden verlangten ihr Kapital zurück. Madoff musste 7 Milliarden Dollar auftreiben, was unmöglich war. Als die Krise sich verschärfte, wendeten sich Finanzinstitute, Bankkunden und Manager, die viel Geld an der Börse verloren hatten, dem Geld zu, das sie bei Madoff investiert hatten, um einen Teil ihres Kapitals zu retten. In dem Moment, wo Madoff mit einer enormen Anzahl an Verkäufen konfrontiert war, realisierte er, dass er nicht weitermachen konnte. Das Geld war nicht mehr da. Madoff wusste, dass alles vorbei war und die Blase platzen würde. Am 10. Dezember 2008 rief Madoff seine beiden Söhne zu sich und bekannte, was er getan hatte. Er wusste, dass sein System zusammenbrechen würde. Das FBI konnte jeden Moment vor der Tür zu seinem Penthouse stehen. Was er dann tat, war ziemlich klug. Er sagte es zuerst seinem Bruder Peter und dann seinen beiden Söhnen. Sie haben ihn angezeigt. Er erlaubte seinen Kindern, ihn anzuzeigen, womit er sie schützen und Zweifel an ihrer Beteiligung ausräumen wollte. Darüber hinaus endete damit das kräftezehrende System. Er sagte ihnen, das muss aufhören, es kann so nicht weitergehen. Er war in großen Schwierigkeiten und konnte seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Madoff schien es als Erleichterung zu empfinden, da er wusste, dass es nicht für immer weitergehen konnte. Eines Tages würde die Blase platzen. Je eher, desto besser. Er wusste, dass er nur noch ein paar Stunden in Freiheit haben würde, wenn er seinen Kindern die Wahrheit gesagt hatte. Seltsamerweise verbrachte er seine Zeit mit seinen Mitarbeitern auf der Weihnachtsfeier.
Er wusste, dass ein Betrug am nächsten oder übernächsten Tag auf Seite 1 der Zeitungen stehen würde und die Polizei kommen würde. Er brauchte einen glücklichen Moment. Er war ein Betrüger, der nach außen hin eine Rolle gespielt hatte, und diese Rolle spielte er bis zum Schluss. Wenn du der Einzige bist, der weiß, dass am nächsten Tag alles vorbei ist und du siehst Leute Champagner trinken, dann genieß es. Spiel mit den Kindern, weil Weihnachten ist. Er wusste, dass der Vorhang fallen würde, und er spielte seine Rolle bis zum bitteren Ende. Sogar in seinen letzten Momenten in Freiheit wollte Madoff seine Ehrbarkeit bewahren. Bis zum Ende blieb er Mitglied im engsten Kreis angesehener Finanzakteure und war als Berater für die Börsenaufsicht tätig. Er wurde am 11. Dezember verhaftet und gegen eine Kaution von 10 Millionen Dollar freigelassen, sowie der Auflage, sein Penthouse nicht zu verlassen. Dort erreichten ihn Anrufe über Anrufe, während Dutzende von Reportern das Gebäude belagerten. Er fühlte sich bedrängt, umzingelt und hilflos. Nach Angaben seiner Frau versuchten sie beide, sich mit Medikamenten das Leben zu nehmen. Ich glaube, Madoffs Selbstmordversuch scheiterte, weil er keine Schuldgefühle hatte. Wenn man Selbstmord begeht, dann weil man sich gegenüber seinen Opfern schuldig fühlt, was bei ihm nicht der Fall war. Für viele war dieser missglückte Selbstmordversuch nur ein weiterer Betrug. Er hatte tatsächlich diesen echten Optimismus, dass er es immer wieder schaffen würde, aus dem Tief herauszukommen. Im Juni 2009 begann der lang erwartete Prozess. Madoff beschloss, sich schuldig zu bekennen, um eine mildere Strafe zu bekommen. Im amerikanischen Recht bedeutet ein Schuldeingeständnis keine weiteren Ermittlungen. Er erklärte zudem, alleine gehandelt zu haben. Ich denke, dass es eine sehr intelligente Verteidigung war, zumal es jede Art von Untersuchung sofort stoppte. Eine Reihe von Szenarien waren möglich. Wollte er andere Personen schützen? Wollte er sich selbst schützen? Mir scheint es völlig unmöglich, dass sein System die Arbeit nur einer einzelnen Person war. Hat er sich an seine Opfer gewandt? Er schien tatsächlich überhaupt kein Mitgefühl für sie zu haben. Hat er Reue gezeigt? Nein, im Gegenteil. Er war kämpferisch und sagte, dass sie bekommen hätten, was sie verdienen. Man könnte sagen, er hat keine Träne der Entschuldigung vergossen. Seine Meinung war, so ist das Spiel. Madoff selbst sagte, er habe versucht, sich bei seinen Opfern zu entschuldigen. Selbstverständlich sagte er, erinnerte er sich an die Bernie-Springplakate und wie tief verletzend das war. Madoff hatte aber ein ambivalentes Verhältnis zu seinen Opfern. Bis zu einem gewissen Grad taten sie ihm leid, aber er war auch sauer. Es war eine Mischung aus beidem. Madoff zeigte nicht nur keine Reue, sondern er hat auch nie den schweren Schaden erfasst, den er angerichtet hat. Er sagte dazu aus seiner Gefängniszelle: Ich war nicht ängstlich genug zu sagen, ich kann das nicht tun, ich kann das Risiko nicht eingehen oder ich sollte dieses Risiko nicht eingehen, weil ich daran gar nicht gedacht habe. Wenn ich zurückblicke, hätte ich nicht Nein sagen können. Ich wurde nicht erpresst oder hatte Angst, geschnappt zu werden. Ich fand, was ich tat, war okay und dass es niemandem wehtun würde. Es war eine vorübergehende Sache und aufgrund des Erfolgs und des Geldes, das ich für die Leute verdiente, fand ich diese temporäre Situation akzeptabel. Er wurde zu 150 Jahren verurteilt und in ein Gefängnis in North Carolina verlegt. Dort verdiente er sich schnell den Respekt seiner Mitinsassen, obwohl er seine Strafe als ungerecht empfand. Im Gefängnis respektieren ihn die Leute, weil er einer der größten Finanzbetrüger der Geschichte war. Er ist außerdem ein brillanter Typ, bei dem sich die Leute Rat in finanziellen Fragen holen. Er war einer, der den Laden geführt hat. Er ist wahrscheinlich einer der klügsten Geschäftsmänner, auch innerhalb des Gefängnisses. Er spricht nicht so gerne über seine aktuelle Situation mit mir.
Nach allem, was passiert ist, hat er keine schwere Zeit dort. Es ist ein Gefängnis mittlerer Sicherheit. Er wurde von den Mitinsassen gut aufgenommen. Kurioserweise ist er so etwas wie ein Prominenter, weil er so viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Er hat aber seinen Ärger ausgedrückt über die Doppelmoral der Justiz, was meiner Meinung nach legitim ist. Die Bank HSBC zahlte 1,5 Milliarden Dollar Strafe, weil sie an der Finanzierung von Terroristen und Geldwäsche beteiligt war. Sind irgendwelche HSBC-Manager im Gefängnis? Nein. Er wird das Gefängnis nie wieder verlassen. Aber anstatt einfach nur zu versuchen, zu überleben, geht er seiner Lieblingsbeschäftigung nach, das Geld anderer zu managen. Kürzlich übernahm er den Kakaomarkt, indem er den gesamten Kakaobestand im Gefängnisladen kaufte und ihn später zu einem höheren Preis auf dem Gefängnishof verkaufte. Ich denke, das ist krankhaft. Er ist ein zwanghafter Neurotiker. Er sucht die Bestätigung durch andere und will sich unentbehrlich machen. Er hat ein inneres Verlangen zu betrügen. Er will auf dem Rücken von anderen Erfolg haben. Indem er andere verführt, verführt er auch sich selbst. Einige wundern sich dennoch über seine ungewöhnliche Fähigkeit, die Sympathie seiner Mitinsassen zu erlangen. Mit nur 10 der 50 Milliarden Dollar konnten die Opfer entschädigt werden. Die Profiteure seines Anlageschemas konnten nicht ermittelt werden. Einige von Madoffs Mithäftlingen sind Mafiabosse, die Interesse an seinem Schweigen haben. Ich kann nicht tun, was er nicht tut, aber er hat sich mehrfach energisch vor den Richtern geweigert, jemanden zu benennen, der involviert war. Nein, ich trage die volle Verantwortung. Ich habe alles allein gemacht. Enorme Geldsummen sind verschwunden. Wohin, bleibt ein Mysterium. Er schützt sich selbst. Es sind alles Kriminelle und er ist der Größte. Madoffs Sohn Mark beging genau 2 Jahre nach der Verhaftung seines Vaters Selbstmord. 4 Jahre später, am 3. September 2014, starb sein zweiter Sohn an Krebs. Am selben Tag rief er Eugene Soltis an. Es war eine schreckliche Tragödie, aber wieder brach er nicht zusammen. Das Telefon klingelte. Das ist ein Anruf aus dem Gefängnis. Wollen Sie das Gespräch annehmen? Ich habe es natürlich angenommen und es war Bernie. Ich war wirklich verblüfft. Ich habe die Geschichte vom Tod seines Sohnes erst ein paar Stunden zuvor im Internet gelesen. Da ruft der Vater an. Das ist nicht Bernie Madoff, der als Vater anruft und einmal mehr will, dass ich einen Artikel seines kürzlich verstorbenen Sohnes lese. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Und er sagte, mir geht es gut. Wir haben am Mittwoch über die Zinsen in der Schweiz gesprochen. Können wir noch mal darauf zurückkommen? Und in den nächsten 10 Minuten, die Anrufe sind auf 15 Minuten begrenzt, hat er detaillierte technische Fragen zu Zinsen. Es zeigt, wie er Neuigkeiten verarbeiten kann. Ganz gleich, ob es die schlimmste Tragödie ist oder ob es gute Nachrichten sind. Er packt es weg und macht weiter. Er hat seine Familie verloren. Er hat alles verloren und man würde erwarten, dass es ihn zerstören würde. Bernie Madoff sieht die Realität nie, wie andere es erwarten würden. Bernard Madoff wird immer eine Legende unter den Wirtschaftskriminellen sein. Seine einzigartige Symptomatik wird ihn davor bewahren, jemals die volle Verantwortung für den größten Schwindel aller Zeiten zu übernehmen. Obwohl er die Experten fasziniert, weil er seine Unehrlichkeit verbergen kann, zahlt er einen hohen Preis. Genau wie diejenigen, die ihm nahestehen. Er wird zweifellos niemals offenbaren, was er mit dem Großteil des Geldes tat, das er einsammelte. Ein Geheimnis, das er wahrscheinlich mit ins Grab nehmen wird.